Hallo liebe Kirmesfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Selbstverständlich wird es auch im Jahr 2024 wieder einen Vlog von der Kranger Kirmes geben, wo wir euch die Kirmes vorstellen, mit einigen Attraktionen fahren werden. Und ich würde es einfach sagen, ihr seht das Intro. Wir gehen in der Zeit zur ersten Attraktion und dann sehen wir uns dort wieder. Wir sind jetzt hier an meiner ersten Attraktion angekommen. Ich habe mir den Breakdance von Bonner ausgesucht. Absoluter Stammbeschicker hier auf Krange. Steht tatsächlich immer auch am gleichen Platz. Und da steige ich jetzt als erstes ein. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich raus. Dann drehen wir nochmal auf wieder. Ich komme jetzt vom Breakdance von Bonner und bin mehr als begeistert. 4,50 Euro hat der ganze Spaß gekostet. Dafür bekommt man aber dann auch tatsächlich 7 Minuten Fahrzeit voller Action, voller Geschwindigkeit und eine megamäßig gute Stimmung heute hier am Breakdance von Bonner. Jetzt bin ich hier am nächsten Klassiker, ebenfalls Stammbeschicker hier auf Krange. Und solange ich hier die Kranger Kirmes besuche, tatsächlich auch immer hier am gleichen Platz. Und zwar bin ich jetzt hier beim Big Monster von Kramayer angekommen. Herzlich willkommen an Bord, herzlich willkommen im Monster. Herzlich willkommen wieder, liebe Zuschauer zu Hause an den YouTube-Kanälen. Machen wir uns, packen wir uns, bringen wir schon in die Kiste. Glück auf, meine Lieben, es geht los. Monster, ebenfalls 4,50 Euro, dafür allerdings nur 5 Minuten Fahrzeit, aber trotzdem ein echter Klassiker hier auf Krange, deswegen nehme ich das Big Monster auf jeden Fall immer mit. Und direkt gegenüber steht ja die größte Indoor-Achterbahn, und zwar der Höllenblitz. Da werde ich jetzt heute nicht einsteigen, weil ich euch gleich lieber noch ein paar Neuheiten auf jeden Fall vorstellen möchte. Aber wenn ihr die Kranger Kirmes besucht oder einen anderen Kirmesplatz besucht und solche großen reisenden Achterbahnen wie zum Beispiel den Höllenblitz seht, dann unterstützt das Ganze auf jeden Fall und steigt dort unbedingt ein. Ich gehe jetzt zur nächsten Attraktion für mich und dann melde ich mich dort bei euch wieder. Eine der diesjährigen Neuheiten auf der Kranger Kirmes 2024 ist das Funhouse Crazy Island. Von außen sieht es schon mal auf jeden Fall sehr, sehr groß aus und sehr beeindruckend. Deswegen will ich mir den Spaß nicht entgehen lassen und werde dort jetzt mit euch gemeinsam mal reingehen.
Island, dem Funhouse. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin megamäßig enttäuscht. 5 Euro kostet der Spaß, wenn man da durchgehen möchte. Ist tatsächlich einiges gar nicht mehr richtig in Betrieb, einiges schon sehr, sehr abgeramscht. Also mir hat es persönlich leider überhaupt nicht gefallen. Einzig allein der Außenbereich mit dem Wasser, wo man da einige Hindernisse überwinden muss. Das ist echt ganz schön gemacht und macht auch echt Spaß. Aber sobald es dann reingeht, beginnt leider die Enttäuschung. Also ist tatsächlich meine persönliche Meinung. Schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wenn ihr auch hier Crazy Island besucht habt. Jetzt geht's weiter zu einer nächsten Neuheit hier auf dem Kranger Kirmesplatz, und zwar der Aussichtsturm Look 360 Grad. Auch diese Neuheit wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Look, Europas höchster mobiler Skylift. Los geht's. Wir steigen nun auf knapp 70 Meter Höhe auf, wo ihr einen atemberaubenden Panoramablick über die Stadt genießen könnt. Während unserer Fahrt werde ich euch spannende Informationen über die Landschaft und Kultur unseres Standortes geben. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Look, Europas höchster mobiler Skylift. Die Arena gehört zu den modernsten Fußballstadien Europas und bietet Platz für über 60.000 Zuschauer. Besonders bekannt ist sie für ihre bewegliche Spielfläche und das schließbare Dach, das die Arena bei jedem Wetter nutzbar macht. Die Felddienst-Arena ist die Heimat des FC Schalke 04, einem der traditionsreichsten Fußballvereine Deutschlands. Neben Fußballspielen finden in der Felddienst-Arena auch große Konzerte und Events statt. Die Arena hat schon zahlreiche bekannte Künstler beherbergt. Jüngst trat sogar die weltbekannte Popkünstlerin Taylor Swift in der Arena auf und begeisterte Tausende von Fans. Seht ihr das Horizont-Observatorium und die Sonnenuhr auf der Halde Ruhrwart? Das Horizont-Observatorium wurde 2008 eröffnet. Es besteht aus 2 großen Stahlbögen, die sich... So, ich komme jetzt hier gerade vom brandneuen Look 360 Grad Panoramalift. 7 Euro hat der Fahrspaß gekostet. Die Fahrt ging dafür ganze 8 Minuten lang. Also kann man sich tatsächlich echt nicht beschweren. Die Gondeln sind tatsächlich sogar klimatisiert, sodass man auch bei wirklich warmem Wetter, so wie heute, ohne Probleme einsteigen kann. Das Einzige, was ihr beachten solltet, ihr solltet euch vorher Gedanken darüber machen, was ihr genau sehen wollt, ob ihr den Kirmesplatz sehen wollt oder in die andere Richtung, in Richtung Stadt schauen wollt. Denn der gesamte Turm dreht sich nicht, sondern tatsächlich nur die am Arm hängenden Gondeln, sodass man sich da tatsächlich vorher Gedanken machen muss, was man denn jetzt genau sehen will. Ich komme jetzt hier beim nächsten Highlight auf der Kranger Kirmes an, und zwar bei der Alpinerbahn. Da steige ich natürlich auch ein, denn solche großen Achterbahnen, die noch auf Reisen sind, wie gerade schon gesagt, auch beim Höllenblitz, die sollte man natürlich unterstützen, und deswegen werde ich da jetzt auf jeden Fall auch einsteigen. Ha ha ha!
Achterbahn, die ja vor einigen Jahren komplett neu mit neuen Zügen ausgestattet wurde. 7 Euro habe ich bezahlt, was absolut fair ist, wenn man die Kosten bedenkt, ja, was das Ganze halt kostet, so eine große reisende Anlage von A nach B zu transportieren, immer wieder auf- und abzubauen. Also absolut top, faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Steigt ihr definitiv auch in die Alpina-Bahn ein, wenn sie euch auf irgendwelchen Kirmesplätzen begegnet. Jetzt geht es nämlich weiter zur nächsten Attraktion. Diese Attraktion war im letzten Jahr erstmalig auf der Kanger Kirmes. Und zwar geht es um den Escape Flight of 4 von der Familie Körmann. Und ich würde sagen, da steige ich jetzt als nächstes ein. Das war jetzt der Flug mit Escape. 5 Euro kostet der Fahrspaß, 5 Minuten fährt man dafür. Ich hatte euch ja gerade schon gesagt, im letzten Mal, der erste Mal auf der Kanger Kirmes. Macht echt richtig viel Spaß, die Attraktion. Man schwingt richtig schön aus, teilweise liegt man quasi auf dem Bauch in der Attraktion. Aber nichtsdestotrotz ist es eine absolute Familienattraktion und eigentlich für die gesamte Familie geeignet. Da so viel Fahrspaß natürlich auch hungrig macht, können wir euch tatsächlich den Grillimbiss von Debritz Weber sehr, sehr empfehlen. Ist unser Stammgrillimbiss hier. Da schmeckt eigentlich alles, egal ob Bratwurst, Kürbiswurst oder vor allen Dingen auch der Hotdog, den können wir euch sehr empfehlen. Den werde ich mir jetzt schnappen und genießen. Wo findet ihr den Imbiss? Direkt neben Escape Flight of 4 in diesem Jahr. Und danach gibt es dann gleich noch eine Attraktion, die wir gemeinsam erleben werden. Zirkus, 5 Euro kostet der Spaß, dafür seid ihr aber auch 6 Minuten unterwegs und diese Hus Magic Attraktion, die machen tatsächlich immer mega viel Spaß, wird auch ordentlich Stimmung hier an der Attraktion gemacht, sodass wir euch da eine ganz klare Empfehlung abgeben können. Bevor jetzt gleich unser Vlog zu Ende geht, würde ich sagen, stellen wir euch an dieser Stelle nochmal die Attraktion der Kanger Kirmes 2024 vor, die wir euch bis jetzt noch nicht vorgestellt haben und dann melden wir uns gleich nochmal mit einem kleinen Fazit bei euch wieder. Faster and faster, I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like
faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're after me. Das war jetzt unser kleiner Vlog von der Krangerkirmes 20 und 24. Wir hoffen, das Video hat euch ein wenig gefallen. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ja, lasst gerne auch ein Abo da. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos.